Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Ja, am Ende des letzten Partes wusste ich nicht mehr ganz, oder habe ich den Weg nicht mehr zurückgefunden, hätte ich doch einfach mal auf den X-Button gedrückt und wäre mit Glurak geflogen. So einfach kann's gehen. Wir sind heute auf dem Weg zur letzten Prüfung der zweiten Insel, damit wir die Inselkönigin herausfordern können. Route 8 mussten wir dafür absolvieren, beziehungsweise im Dschungel waren wir doch schon eigentlich, ne? In diesem komischen Giftdschungel? Blätterdschungel? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir können auf jeden Fall nochmal schnell ins Pokécenter gehen. Ein bisschen schneller gehen. Los, Taurus. Hier sind wir richtig. Schattendschungel, genau, Schattendschungel. Tag, herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Dschungel, Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Küchenhirt. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du auch du deinen Glitzerstein erhalten von Kaporiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da, kannst du ihn hören? Essen? Nicht wirklich. Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes mache. Und zwar Mahos berühmtes Spezialmenü. Dafür solltest du mir 4 Zutaten bringen. Eine Margobeere, ein Minipilz, Vitalkraut und Wundersaat. Haben wir, glaube ich, sogar. Hier, diesen Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Könntest du die Zutaten in deinen normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bissparks übrigens leichter finden und er spürt einfach alles auf. Mit dem B-Knopf. Also nochmal zum Mitschreiben. 4 Zutaten sollen das sein. Margobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und Wundersaat. Also dann, der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit zur Prüfung. Wenn ich den Minipilz eigentlich wegwerfe, kann ich den wieder aufheben und kommt er dann in einen extra Beutel? Theoretisch gesehen. Bären. Okay, eine Margobeere habe ich schon mal mit. Oder Margobeere. Ich meine, dass ich einen Minipilz hatte. Ja, doch, ja. Ich kann den nicht wegwerfen. Was? Okay, schade. Such, Pünktchen. Kann man das dann noch aufheben? Ja, ist klar, es ist bestimmt so ein Pokéball. Nee. Ein Lamelux. 7. Gen. Feenkäfer. Oder Feenpflanze. Wir flüchten aber. Luftstrahl. Okay, Magma, Abfahrt. Hm?
Glut. Ja, es wird von Pflanzen, vom Typ Pflanze sein. Haben wir auch nicht im letzten Part irgendwie Flammenblitz oder sowas bekommen? Das könnten wir Dings eigentlich mal beibringen. Ja, Magma. Vor allen Dingen jetzt bei der Pflanzenprüfung. Spiegel-Self kenne ich gar nicht, nur Spiegel-Cave. Hm. Ich bin's Maro, einen kleinen Mii-Pilz hast du daher gefunden. Warum der unterm Pilzliebhabern der Renner ist, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch fehlen drei Zutaten, finde sie bitte ganz schnell. Leute. Ne, Nitro-Ladung war das. Auf Wiedersehen, Feuerwehr. Was? Dings, Moment. Trompeck kann Feuer attacken. Ja, ist klar. Oder ist es noch ein Feuer, als er sich weiterentwickelt hat? Ich glaube nicht. Nein, Normalflug. Aber gut. Aber stimmt, das war auch schon so vierte, fünfte Gen. Sechste weiß nicht, aber vierte, fünfte Gen. Also Schwalboss und so konnten auch schon zum Teil Flammblitz und sowas, ne? Ja, oder Nitro-Ladung. Stimmt. Ja, alles klar. Ein Imantel. Müsste fünfte oder sechste schon sein. Aha, so gut. Das Pokémon sagt mir, also das Aussehen sagt mir zwar nichts, aber der Name sagt mir was. Vielleicht sollten wir einfach mal Magma nach vorne nehmen. Zumindest für diesen Part. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Nitro-Ladung. Hilft eigentlich Schutz? Wir können es mal versuchen. So, aber als erstes Magma, du gehst nach vorne. Was? Ich kann sie nicht tauschen? Nein, ich kann sie nicht tauschen, oder? Achso, doch jetzt. Ja, oder? Jetzt geht's. Verzeihung. Oh, zweites Item. Schön. Ich will's machen. Eine Magobeere hast du da gefunden. Je größer eine Magobeere ist, desto krummer ist sie. Und sie
Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Doch fehlen zwei Zutaten. Wenn sie bitte bald, ja? Naja, so gut. In die Mitte werde ich noch nicht gehen. Aber ich vermute, da wird das Signature-Pokémon sein. Ah, ich verstehe. Ich muss hier mit Tauros arbeiten wahrscheinlich, ne? Finde ich schön, braucht man kein Item oder da mehr. Jawohl. Eine fehlt noch. Ja, so ist. Ja, Großwurz brauchen wir irgendwie Talwurz so. Aber ich weiß doch ungefähr schon, wo sie ist. Nein, nix abwehren. Jetzt ist es auf zum Herrscher-Pokémon, aber vorher. Wir werden vielleicht. Was heißt denn? Kraftwurzel, ne? So, bitte schon noch mal. Haben wir sonst noch für... Okay. Aber hier müssten wir eigentlich frei können. Ja. Nitro-Ladung. Aber hier setze ich mal Schutz ein. Wenn das sonst auf jeden Fall geht. Ich hab mal Schutz an.
22 für Magma. Nein, ich will Funkenflug nicht. Das Herrscher-Pokémon sein. Was ist das für? Doch nicht. Okay. Ich frage mich sowieso, welches das Herrscher-Pokémon sein hier. Oh, ich würde nicht los sein. Oder seit 10 Jahren. Ich jetzt mal mit dem Koffer an. Ja, also bitte zum Eingang des Dschungels. Und raus. Oh, Tortina, jetzt wo du alle Zutaten zusammen hast, fehlen nur noch. Da sind wir auch schon. Hallo Maho, wie geht's? Wie steht's? Was? Aber den haben wir doch die Prüfung gemacht, ne? Ich bringe wie immer einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Und ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Tracy, Chiara, ich danke euch. Also gut, Tortina. Es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher vorlockt. What? Gut, dann prüfen wir jetzt mal noch einmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Nie-Pilz, ein Vitalkraut, eine Portion Wunderbar. Prima, so wird das Rezept verlangt. Dann kochen wir jetzt. Ach, das Spezialmenü. Das Aroma des Gerichts sollte den Herrscher herlocken. Bist du bereit, Junge? Wer könnte das sein? Okay, Tracy, dann gib jetzt das Tafelwasser in den ungestülpten Beulenhelm. Klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobeere, der Mini-Pilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Kiave, leih uns bitte doch mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Tortina, stampfe jetzt bitte alles mit beiden Knochen klein. Oh nein, ich bin ein Versager im Kochen. Achso. Aber ich krieg wenigstens das hin. Ah. Ja, ich mach's doch. Aber ich bin selbst dafür zu blöd. Ah, das ist Lockduft, sowas wie Honig. Okay. Ah, das ist das Pokémon. Die Weiterentwicklung von diesem kleinen Pflanzenschuh, ne? Okay. Ein Mantidea. Level 30, oder? Das hier bestimmt wieder eine Zitrusbeere. Ne, 24. Okay. Nitrolado. Eigentlich ist das Glück mal auf der Seite. Rübergehen. Nee, das ist abgezogen, hat das Wahnsinn. Wieso kommt ein Trompack?
Ah, komm, nehmen wir mal einen Kopf, unser Magma. Nitrolado. Was? Du kannst den Pegel? Alles klar. Ja. Komm, hau rein, Mann. Den paaren wir mal dieses Mantidea, wie das ist zumindest. Auf geht's, Magnetilo. Donnerwelle. Genau, das muss unsere Synthese ein. Mann, ich bin so behindert. Es ist doch schon in Flammen. Steht doch schon in Flammen. Oh, Magnetino! Also selbst wenn ich dieses blöde Trompack besiege, wird er wieder eine rufen. Oh, wie geht's, Magma? Wir können auf Superschall gehen. Oder Ultraschall von mir aus auch. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du Lachlinge 2 Runden brauchst, aber gut. Ich krieg eigentlich eine Verwirrung. Jetzt eine Verwirrung. Autsch. Aber wenn wir jetzt schneller sind, schaffen wir es. Los, Marike. Wir müssen nur ein bisschen abziehen.
Ich hoffe einfach, dass wir schneller sind. Wir sind nicht schneller. Nein, probieren wir mal die Säuselstimme. Vielleicht ein bisschen mehr ab. Ich hab vor 100 von One-Hit, oder? So, jetzt ein Blubstrahl. Und wenn Mantidea keine Synthese einsetzt, ist auch seit wir sind. Komm schon. Lass es down sein, lass es down sein. Nein! Ach nö! Oh. Brauchen wir wieder bestimmt eine Runde, oder? Komm. Jawohl! Auf Wiedersehen! Mit 29 mache ich jetzt, hast du dir ja verdient. Und die anderen natürlich auch. Nein, ich will keinen Furienschlag. Du bist ja unheimlich stark, Tatine. Nicht nur, dass du ein ziemliches Talent hast, du bist auch noch äußerst kompetent. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Im Vulkanpark war es das gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphira. Auf meine mit großer Hingabe trainierten Lusadin hatte keine Chance. Dann hast du dir ja jetzt alle drei Prüfungen in Alcala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir dieses sagenhafte Belohnung überreichen. Z-Kristall, Pflanzenkraft. Du hast einen Z-Kristall. Die Pose, um die Pflanzen in Pokémon mit der Z-Kraft rauszuholen, geht so. Ja, alles klar. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, Tatina. Und als kleine Starter will ich dir gleich diese Nestbälle mit auf den Weg geben. Das sind, glaube ich, die für Käfer-Pokémon. Na sowas, Mantidea hat ja gar nicht alles aufgegessen. Ich hoffe, Tracy, komm, gönnt euch auch eine Portion. Dankeschön. Der Geschmack des Steinsknochen entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Nein, warte, es ist meine Zunge, die schmilzt. Du meine Güte. Oh. Wasser! Was, Leute, was habt ihr denn auf einmal? Hey, bleibt hier! Was? Ihr geht jetzt wegen der großen Prüfung alle zu Mayala? Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Mao wieder mal ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch Maos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt das Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als diese TM-Schmalhorn. Die garantiert dir einen Treffer. What? Ist das ein Sternschauer oder kann ich danach sozusagen?
Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind Salz, sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt da eine Einrichtung, die du dir auf deiner Inselwanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede von dem Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg. Oder um es mit einer Attackenname auszudrücken, es ist nur einen Funkensprung entfernt. Meine Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von Alcala-Tatina. Als nächstes wartet die große Prüfung von der Inselkönigin Mayala auf dich. Mayala ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Das ist ein Vorteil. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde ich dir eines der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel bestimmt helfen. Schau beim Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach nur auf Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rotom, falls du Hilfe brauchst. So, dankeschön. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder beim Forschungsdimensionsinstitut. Bis dann.